Jo, willkommen zurück zu Mafia 3 und wir sollen natürlich den Andy Giuretto konfrontieren, das was wir in der letzten Episode nicht mehr geschafft haben, weil einfach die Zeit so schnell vergeht bei Mafia 3. Und ja, dann fangen wir da mal an, Unruhe zu stiften. Kommst du? Nee, na dann machen wir es auf die Art. Gute Nacht. Okay, der hat nichts mitgekriegt. Der schaut einmal, ne? Da muss man schauen. Schön, noch ein Headshot. Aber wir haben sehr wenig Waffen. Oh verdammt, jetzt kommen noch mehr. Oh 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 oh. Verdammt. Ja, ich habe keine Mühe mehr. Doch, habe ich noch. Aber ich bin gleich im Arsch. So. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt schnell die Waffe von dem. Was macht der? Jawohl. Was hatte der für eine Waffe? Ah gut, wir haben wieder Munition. Ah, den könnten wir aber ausschalten. Oh, ich habe keine Medizin mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, sonst sterben wir. Oh, da hinten ist ein Medizinkästchen, habe ich gesehen. Das sollten wir dann aufsuchen. Na komm. Okay. Ah, da waren wir schon mal. Genau. Da hinten ist einer. Okay, da geht weiter. Sind alle oben.
der Mann. Da geht's nicht nach oben, da müssen irgendwo müssen da Stufen, also Stiegen sein. Ja, hier geht's rauf. Puh. Puh, das war knapp. Ich muss aus der Schusslinie! Halleluja. Zwei Scheine für den Mann, der diesen Penner kalt macht. Okay. Und jetzt eine Rakete, eine Granate rein, ne? Das wäre was. Jawohl. Bring mich ins doch verdammte Krankenhaus! Ach nö. Geh doch weg da, geh weg. Ach, Junge, Junge, das war aber knapp. Na was? So. Am Töten, anwerben. Greco ist am Ende. Stehst du zu ihm oder zu mir? Scheiß drauf. Okay, ich bin auf eurer Seite. Es wird Vito freuen, das zu hören. Gut. Achso, man kann eh nur, genau, Verbündete und Verbesserungen ansehen. Man kann eh nur wieder zuweisen, ne? Oder? Ja. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar Jungs die Wache halten. Schnappt ihr das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. Okay. Na, kommt da noch was? Ah, okay. Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Huber hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben.
Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Richtig, genau. Das war in Mafia 2. So, dein Bezirk übernehmen. Du hast ein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet. Nimm dir das andere vor, um den Leutnant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Eroberte und zugewiesene Bezirk geschalten, Lohnen der Gefallen und Dienste. Ja, das ist nö. Ja. Gut, liegt da noch was? Genau, da liegt noch Geld. Dann. Du kannst das Überfallkommando als Verstärkung herbeirufen, wenn du unterwegs bist. Um das Überfallkommando herbeizurufen, wähle es im Auswahlrad aus. Gucken wir mal. Ja, Überfallkommando. Probis durchgeknallte italienische Brüder sind bereit, mit dir etwas Prügel auszuteilen. Eingefallen. Okay. So, aber zunächst bräuchten wir deine Entscheidung, Penner. Okay, da ist schon. Aber da liegt noch was, schau, guck. Oder ist das unten? Da ist noch einer. Das war's. Okay. So. Da ist noch was da oben. Ah, sehr gut. Schon sichere Weste. Okay, das war's. Hat man da auch alles durchgecheckt? Da liegt noch Kohle. Gut. Moment, da war noch was. Jede Menge Geld liegt da noch. Yeah. Jetzt fahren wir noch. Oh, Kickback sind nur $68, also sollten wir uns auch mal holen. Aber wir fahren jetzt zur Schmugglerware. Mal schauen, was uns da noch erwartet. So, was sagt die Zeit überhaupt? 14 Minuten, ja, das geht noch. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und warte mal, da ist auch noch was. Hot Road. Haben wir da? Ich schau mir das mal kurz an. Moment. Meine Freunde. Ah, gucke mal. Schön, 1 von 1 und Riverwood. Hat sich ausgezahlt. Ah, so viel zum Einsammeln. Das muss man alles nachher noch machen.
Warte mal, wir sollten ab. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall. Ich liebe den großen Trottel. Vorsicht, Platz da! Er soll bloß nicht merken, wie sehr ich mich Achtung, freue. Achtung! Na, wieder Tag? Den Verbandskasten zu nehmen. Regnet das etwa schon wieder? Das war nachdem sie Bobby Kennedy ermordet hatten. Er hat im Wahlkampf gearbeitet und war an diesem Abend auch da. Verbandskasten, hallo, wo bist du? Kam er heim und schloss sich ein. Ah. Okay. Drei Tage nicht ansprechbar. Redete mit niemandem. Verbandskiss. Ah ja, schön, schön, schön. So, dann gehen wir mal zu Conny DeMarco. Vito schickt mich. Du bist Conny, ja? Ja. Yeah. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an den Kubanern. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck, auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Hast du schon einen von Roy? Okay, die Überzeugungskraft von Lincoln, die kennen wir ja. Wenn man richtig fragt. Warte mal, sagt der uns noch was? Was war da bei der Gewerkschaft los? Klingt, als hättest du es Toretto gegeben. Oh ja. Schmuggel mit Kuba ist nicht so schwer, wie du denkst. Solange man weiß, wie man es in aller Stille macht. Roys Problem? Er hat eine hübsche Frau. Deshalb hat der dämliche Hund ein Haus und ein Auto gekauft, das er sich nicht leisten konnte. So geht's aber vielen. Mist, hab keine Kippen mehr. Was Greco nicht begreift, ist, dass das nicht die Art von Arbeit ist, bei der Prahlerei dir hilft. Was mich beunruhigt, wenn Marcano beschließt, es Vito ein gutes letztes Mal zu verpassen. Ja, okay. Dann, dann schauen wir. Wieder so viel. Was haben wir denn da? Da haben wir mal die Schmugglerware. Was haben wir da? Schmugglerware. Störe die Schmuggler. Schmuggeloperation, um die raue Philipbox um geteilte Aufmerksamkeit zu sichern. Okay. Da das näher ist, machen wir mal das hier. Den Vollstrecker, erledige raues Vollstrecker. Warte mal, ist das. Ah, okay, nein, wir brauchen doch, glaube ich, ein Auto. Ja doch, oder? Na, scheiß drauf. Nein, das ist doch zu weit. Wir holen uns ein Fahrzeug und fahren darüber. Oh, da habe ich schon eine nette Karre. Schade, dass man keine Musik aufdrehen darf beim Fahren, weil wir sonst Probleme mit YouTube bekommen, mit diesen copyright geschützten Lizenz und bla bla bla. Moment, wir müssen nur das Geld sichern. Kann ich dir was vielleicht kommen? Was abnehmen und direkt in die Bank. So, dann bräuchten wir noch etwas Muni. Bin gleich da. Oder? Oh. Hätte nicht sein müssen. War ja
Aber wir haben schon 23.699 Dollar verdient. Schön, schön. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Okay, ich zeig, was du auf Lager hast. Aber könnten wir nicht ein Auto kaufen oder so? Irgendeine Verbesserung, da ist noch nichts. Ah, schade, da ist noch nichts freigeschaltet. Höhe Vitos Einkommen auf 100.000, um dir diese Verbesserung zu verdienen. Erhöhe Vitos Einkommen ab Bund. Okay. Nachschub. Okay, 600. Das ist mir zu viel. Schusssichere Weste Hammer, die ist voll. Fahrzeugmodifikation. Verfügbar, ausgefallen. Nein, da ist noch nichts. Sprengstoff. Ach, Splittergranate ist noch gesperrt, so eine Scheiße. Automatische, was haben wir denn genau? Automatische Waffenhammer. Auffüllen. Ich glaube, das war's erstmal. So. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Dann gehen wir da mal rein. Huch. Seht ihr das auch? Okay, das hat keiner gesehen. Sehr gut. Da war noch einer. Da hinten steht noch einer. Den holen wir uns auch noch. Sehr gut. Ich glaube, der ist da allein, ne? Ja, sehr gut. So, das läuft, das läuft. Jetzt macht gefälligst mal. Pass bloß auf mich auf. Komm nur her. Ah, verdammt, der sieht uns dann gleich. Was gesehen? Na ja, komm nur her, komm schnell, schnell, schnell. Oh, gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist wichtig. Zu schießen. Was? Wo? Oh nein. Nicht du. So. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir noch diesen Kasten da suchen. Wo ist denn der? Ja, wir meinen das schon. So was passiert
Moment, da ist ein Lochkreuz. Na, ich wusste, das machen wir dann das nächste Mal. Achso, wir sollten ja den nur töten, genau, aber da war noch was. Genau. Sehr schön. Ja, ich glaube, das war's, ne? So, was haben wir denn da noch Schönes? Ich sehe da was Schönes, ich sehe da einen Playboy. Das können wir nicht einfach so liegen lassen, ne? Den Playboy, den muss man mitnehmen. Unbedingt. Und dann liegt da auch noch was Schönes, das wir mitnehmen müssen. Sehr schön, weil das brauchen wir ja für die Verteilerkasten, diese Ersatzteile. Und da haben wir noch ein Ersatzteil. Wunderbar. Es läuft. Also, oh, da liegt noch eines. Ach, Mann, 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 ich kann einfach nicht hinweg. So. Okay, ich würde sagen, wir machen dann die nächste Episode, machen wir dann weiter. Und, genau, mit der Schmugge war, das geht dann nächstes Mal weiter und, ja. Haut rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.